Damit noch bei YouTube. Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Galactic New Horizons. Zusammen mit mir die lieben Silence, der lieben Blue Jenny. Hallöchen. Dem lieben Marek. Ja, moin. Und dem lieben Christian. Du hast keine Retaloy-Wire mehr. Guten Tag. Ja, habe ich auch nicht. Also, wir wollen heute die ersten MV-Sachen zusammenbasteln. Wo wir hoffentlich alles jetzt für haben. Flame blockiert nicht alles. Wunderbar. Ich brauche... Ne, Copper-Cable haben wir noch. Sind zwar zu wenige, glaube ich, aber... Das wird schon irgendwie passen. Dann brauche ich jetzt... 4, 36 Aluminium. Haben wir so viel? Ja. So... Und das ist zwar eine sehr teure Investition, aber das wird sich lohnen. Ich da mal hoffen. Ja, danach können wir, wie gesagt, einfach Hardened Clay zerlegen für Aluminium, anstatt Bricks oder irgendwas. Die haben, glaube ich, kein Rough Iron mehr, kann das sein? Wieder Motoren. Ich glaube, das beantwortet deine Frage. Ja, so ziemlich. Reicht sogar für mich gerade eben so noch. Hehe. Gut, hier brauche ich nochmal zwei Glas. Check. Den Rest sollte ich haben. Hier brauche ich noch zwei Aluminium-Gears. Jenny? Ja? Hast du Lust, mir noch zwei Aluminium-Gears zu machen? Die großen. Kann ich die gleich machen? Warte bitte. Ich will es ganz kurz durchlesen. Jo, mit der Ruhe. Wo haben wir Sodium herbekommen? Wahrscheinlich Salz einfach in Chlorin rein, oder? Ich habe einfach Salz in den Electrolyzer gemacht. Ja gut, eins reicht. Müssten aber irgendwo noch Sodium liegen haben. Ja, 15 und ich brauche 16. Das sagst du wie, würde ich sagen. Würdest du hier in Ruhe durchlesen, okay? Ja. Das ist jetzt nichts, was weiß ich, wie eilt. So, da brauche ich die Copper Cable. So, eine Chest. Ja. Hallo, Plates. Ja, gut. So, kann's haben. Alloys, Melter, 8 Stück. Das ist nicht teurer, als wenn ich die per Hand crafte. Ja. Da brauche ich nämlich nur 12 statt 16. Extruder 2. So. Jetzt blockierst du hier aber alles. Ja, ne? Verbrauchst auch noch den guten Strom. Gibt's auch schlechten Strom? Ja. Nimmst du bitte deinen Stahl raus? Ja, ich muss kurz noch holen. Immer muss man da auf dich warten. Tobi? Ja? Willst deine Aluplätze raus? Sind doch draußen. Ja gut. So, das heißt 4 Stück von denen. Zwei Stück von denen. 4 Stück von denen. Electrolyzer. Das Ding.
das Ding. Die beiden können dann schon mal weg. Ja, davon brauchen wir auf Dauer irgendwann ein paar mehr noch. Ah, ich wollte gerade sagen. Alles klar, Dreammaster. Schön, dass du da warst. Schönen Abend noch. Kannst du die Red Alloy Sachen rausnehmen, bitte? Oh, ich brauche ja noch mehr Kabel. Ach du Schande. Oh, Quests. Ja, ich habe mal Fortschritt gemacht. 2 ganze Quests. Ich weiß nicht, wann sie getriggert sind, aber ich bin ja die ganze Zeit im Research-Team. Ich krieg's nur dann, wenn ich bin. Ja, die sind gerade erst getriggert. Ja, wir dürfen doch wieder die 4 Motoren bauen, Jenny. Ach, come on. Glaub mir, das werden nicht die letzten 4 sein, die wir brauchen. Kein Problem. Wie gesagt, wenn du mich ständig unterbrechst, kann ich halt nicht. Immer diese Ausreden. Zu Ende lesen. Hier hast du eine 2 Taumium, die du haben wolltest, irgendwann mal. Ja, brauchen wir nicht mehr. Also, das war für was anderes. Also, jetzt hast du sie aber. Brauchen wir jetzt nicht so rum. Ja, doch, lass ich es aber durchlaufen. So, und den Fluid-Extraktor. Dass wir jetzt nämlich bis zu 16 Vakuum-Tubes gleichzeitig machen können. Das lohnt sich doch schon. Biodiesel-Alternative. Der hat denn jetzt gerade was getriggert. Ach, ein Advanced Fluid Extractor. Rape Peanuts oder Raw Fish? Nein, danke. Die Quest will ich nicht. Apropos, ich kann hier noch eine claimen. So. Ach, da kann ich auch noch eine claim. Ihr müsst einmal im Alle bitte eine Quest für mich claimen. Ja, warte, ja. Bitteschön, welche? MV, ziemlich links in der Mitte. Advanced Fluid Extractor. Da gibt es 2 Good Electronic Circuits. Ich weit links. Dabei. Kannst du auch auf dem Hotkey weiten. Ja, habe ich. Ja, will ich aber gerade nicht. Da bitte ja. Die Circuits. Overwasher haben wir noch nicht, oder? Nee. Die Copper Cable? Nein, die Circuits. Und das weißt du ganz genau. Die Aluplates sind mir ehrlich gesagt egal. Die Aluplates kriegen wir zur Not noch ran, aber die Circuits sind halt wirklich. Warum hab ich die. Ah, okay. Wo ist noch der Spawn? Liegen da. Danke dir. Ja, geschehen. So. Tagebuch bekommen. Hier, Jenny, für dich. Kannst du ein Tagebuch schreiben? Ey, ich hab ne Dolly bekommen. Und ihr musstet erst eine craften. Ich hab sie auch aus dem Lootback rausbekommen. Okay. Lootback und ein Tagebuch aus einer Dolly. Eine Dolly und ein Tagebuch aus einem. Guck mal was. So. Ich glaube, das Rubber wird jetzt dann aber nicht mehr reichen. Ja, doch, aber ich brauche mehr. Ah, unser Rubber geht auch langsam zur Neige. Ja, wir müssen wieder mehr Slimebäume aufbauen. Hat Christian die nicht eben erst alle abgeerntet? Was? Das kann sein, das weiß ich nicht. Hab ich geerntet? Slimebäume? Ja. Ja, da brauchen wir noch ein paar mehr. Schon ein bisschen von. Her. Ja, das nächste Mal nicht so nah ans Haus. Ja, stimmt, wir haben ja auch Holz. Nein, deswegen nicht, weil da 583 so. Milliarden Viecher drin spawnen. Ach so. Also. Genau ich geschätzt. Hätte jetzt einfach gesagt. Hier. Dann
Das muss natürlich demnächst noch ausgetauscht werden. Aber da kann jetzt die Battery Buffer rein. Combustion Engine. Zwei Batterien. Mist, da muss ich auch noch ran. Ja, gut, dann kriegt Flame das. So. Advanced Fluid, Advanced Electrolyzer. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Sprit. Sprit. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Irgendwie ist das doof, dass man jetzt dann nicht mehr den Füllstand sieht. Ja, machen wir so. Können wir erstmal auflassen. Ja, wir haben jetzt offiziell MV-Strom. Juhu. So, das heißt, das kommt definitiv noch damit hin. Steve Cards kann ich erstmal wieder rausnehmen. Das werden wir so schnell nicht machen. Gut, Flame, wie weit bist du? Gutes Gespräch. Ja, Flame hat dir gerade schon nur zugehört. Tobi will, dass sie. Ah, okay. Perfektes Timing. Ja, ne? So, welche Kabel haben wir hier? Wir haben hier. Zinnkabel haben wir hier noch. Mir gefallen die Copper-Kabel. Ja, die sind klein, ne? Ja, ist halt für 16 Ampere ausgelegt, dass wir ein paar Maschinen gleichzeitig benutzen können. Und die willst du jetzt alle in der Mitte vom Raum setzen? Ja. Uff. Ich hab meinem Elektriker erst letztens erzählt, dass er froh sein kann, dass die Welt nicht so ist wie Minecraft. Wieso hast du die nicht hinten in den neuen Raum gelegt? Weil ich ehrlich... Die kriegen doch eine eigene Stromzufuhr, oder? Haben sie ja schon. Ja, wenn die eine eigene Stromzufuhr kriegen, hättest du sie auch nach hinten legen können. Ja, ich habe aber keine Lust, ständig hin und her zu laufen, wenn ich eine MV-Maschine haben möchte oder eine LV. Deswegen. Die 2 Sekunden. Es sind nicht nur 2 Sekunden, aber... Ja, so. Jetzt müssen wir überlegen, wo wollen wir die beiden hinstellen? Flame, ich bräuchte noch eine Basic Combustion Generator. Dann kommt das Ding nämlich dauerhaft einfach nach hier hinten direkt. Ein Hopper und ein Alter, Drawer. Das Ding kannst du selbst bauen. Alles klar, Elite. Schön, dass du wieder da bist. Elite, ich hoffe, dass du craften kannst. Nein. So. Ich hoffe, dass das jetzt so klappt. Ich bin mir nicht sicher. Wie teuer wäre ein Advanced für den Blast Furnace? Was Advanced? Meinst du Combustion Generator? Ja. Den ich intelligenterweise auch rausgeschmissen habe. Das würde sich aktuell noch kein Stück lohnen. Was? Ein Advanced Generator, beziehungsweise 4 Advanced Combustion Generatoren. Das würde sich. Ja. Okay, wir könnten. Ja, doch, wir könnten ein. Advanced Combustion Generator bauen und dafür 4 Basic wegnehmen. Würde Sprit sparen? Nö. LV auf MV verbraucht 4-mal so viel EU bei doppelter Leistung. Ist bei jeder Stufe so. Man braucht 4-mal mehr Sprit. Das heißt, 4 normale Combustion Generatoren oder eine Advanced würde genau das gleiche fressen. Außer die sind ineffizient. Ja, okay, die sind ein bisschen effizienter, stimmt, ja.
Nee, die sind sogar noch schlechter. Die haben weniger Fuel Efficiency. Das heißt, die würden sogar noch mehr verbrauchen. Ja, wie bauen wir das Ding jetzt hier hin am besten? Ja, wir hätten 4 Basic frei, das stimmt, ja. Aber wir brauchen eigentlich nur eine. Ja, eine sollte, oder? Ja doch, die Dinger, die laufen ja nicht alle gleichzeitig. Das sind ja 5 Sekunden dafür. 20 Sekunden dafür. 16 dafür. Ja gut, die laufen alle nicht gleichzeitig. Ah, wobei das Ding läuft fast dauerhaft. Das braucht schon 30. Das braucht auch nochmal 30 und das auch. Da müssen wir mal gucken, ob einer ausreicht. Ja, Flame, wenn du willst, du kannst auch eine Advanced Combustion bauen. Macht's nicht besser. Effizienz bei 4 habt ihr 20% weniger und bei der Advanced nur 10%. Ich glaube, du weißt nicht so ganz, wie Prozentrechnung funktioniert. Also im Endeffekt, den Sprit, jetzt ohne diese Effizienz, den Sprit, den 4 Combustion-Generatoren hier reinpumpen, also verbrauchen, um quasi den Blast Furnace mit MV zu betreiben, ist genau der gleiche Sprit, als wenn du eine Advance nimmst. Wenn du die Effizienz nicht mit reinrechnest. Und wie gesagt, wenn du eine Effizienz mit reinrechnest, ist die Advance sogar noch schlechter. Aber ja, Flame, im Endeffekt, wenn du möchtest, darfst du auch eine MV Combustion Generator bauen. Das macht's immer noch nicht besser. MV-Schaltkreise. Ein MV-Schaltkreis kann ich dir geben. MV-Piston, MV-Motor. Das kann ich dir nicht geben. Dann haben wir jetzt schon Probleme. Aber bevor du damit anfängst, warte noch mal kurz. Also, ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Shit. Wir brauchen nämlich, ihr produziert mit 4, ca. 120, mit 136, ja, das wäre tatsächlich weniger. Das Problem ist, wir müssen filtern können. Ja. Kann man mit den Dingern hier irgendwie filtern? Jetzt haben wir 2 Rubber Sheets. Na, war ja Müll. Was? Alles gut. Dein Ernst? Wie hast du das geschafft? Ich weiß es selbst nicht. Ach, einmal mit Profis. So. Gibt es irgendwie von GregTech hier Item Filter Cover? Da. Okay, damit könnten wir auch arbeiten, oder? Was, Poly? Also Polyethylen haben wir schon, falls das deine Frage ist. Kriegen wir die Anlage so zusammen, wie ich es haben möchte? Wir müssen... Ja, der soll dann quasi... aus Salz Chlorin machen.
Und wir haben ein paar Pumpen, haben wir liegen, oder? Ja. Okay. Ja, wobei, dann ist es ein bisschen alles zugequetscht hier. Du kommst da rein, das heißt hier bitte Fluid Output. Genau. Ja, da kommt dann wieder eine Flüssigkeit raus. So, ich hab's durchgelesen. Was soll ich jetzt machen? Ich muss gerade so tun, als ob ich denken könnte. Ja, dann halte ich kurz die Fresse. Und das Ding so und... So, genau, du Fluid, du... Ach, okay, da müssen wir dann zwei Filter haben. Ah, Mist. Ja, wir müssten da das Sodium rausziehen und da wieder rein. Das heißt, wir hätten... Das so, nur dass wir da Filter haben. Genau. Sodium geht quasi von dem da rein. Salz von denen wieder zurück. Flüssigkeiten gehen hier rüber. Und hier würde ich dann... Machen wir es auch. Ja, wobei, nee, dann brauchen wir noch einen Filter mehr. Das wäre Quatsch. Ja, dann quasi da mit einem Filter auch raussaugen. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3 Filter. Damit könnte es dann gehen. Das sind die hier. Haben wir noch Zink zufällig? Ja. Und die Wiremill ist blockiert. Brauchst du die gerade, oder? Ja. Okay. Dann brauche ich Feinsteel-Wire. Was hatte ich gesagt? Wie viel brauchen wir? 3. Das heißt 16, 24 Stahl. Also reicht? Ja, ja. Okay. Ja. So. Ja. Ah, war das Folie oder waren die, die anderen Dinger? Ah, gut, waren die Teile. So, weil Folie war nämlich Programm 10, genau. Ethylen, Ethylen, dann hier ein bisschen Ding. Also Jenny, gerade haben wir eigentlich nicht wirklich was für dich zu tun. Ja, dann mache ich hier weiter. Ja, ich versuche jetzt gerade noch eine Anlage hinzubekommen. Wenn die so funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Polyethylen war... Ey, warum verschieben sich diese blöden Rezepte manchmal? Ist ja nervig. So, Ethylen und Oxygen, okay. Ja, ich muss das anders machen, Mist. Kommando zurück. So, gut, dann haben wir jetzt nicht ganz einen Stack. Muss reichen. Na, langsam läuft mir die Zeit weg. So, Ethylen.
Ethylen und zwar mit welchem Programm? 1. So. Heißt, da kommt jetzt das Polyethylen raus, was wir brauchen. Da sind die ersten 64. Schönes Polyethylen. Vielleicht sollte ich auch erstmal testen, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich denke. Na los, auf geht's, du schaffst das. Die 64. Polyethylen. Schön sowas. Na komm schon. Schaffst es. So, Programm 10. Oder auch nicht. Hast du mich einen Fluid-Extraktor in MV gebaut? Ach, Tobi. Wäre nicht nötig gewesen. Da kann ich ihn ja abreißen wieder. Den können wir hier dann ja auch wegnehmen. Brauchen wir dann hier auch nicht. Zinkkabel. Wer braucht denn sowas? Müsste hier mit 10 sein. Genau. So, und im Assembler mit Programm 1. Hey, Small Steel Gears. Wir brauchen jetzt nur noch einen Stahl, statt ja. Na, so. ¿80 Sekunden? Ja. Willst du mich veräppeln? Nein. Oh. Jetzt weiß ich auch, warum du da so rumgeflucht hast. Ja. Ja gut, was mache ich denn jetzt so lange? Ja, eigentlich muss ich nur warten, dass einer fertig ist, dann kann ich es zumindest ausprobieren. Paar Kabel übrig. Warum hast du noch keinen MV-Extruder? Warum hast du keinen Gemma? Ich um diese Uhrzeit an einem Sonntagabend ein Ticket zugewiesen. Die wollen, dass du keine Langeweile hast? Er kann doch wieder nur von meinem Chef kommen. So, komm schon. Na los, danke. So, dann gucken wir mal, ob die Dinger so funktionieren, wie ich es mir erhofft habe. Nein, scheinbar nicht. Haben wir noch LV-Motoren? Wann müsst du noch haben? Ein. Mist, ich brauche noch einen zweiten.
Kupferkabel hab und ich. Und noch ein Ticket bekommen. Zinnkabel haben wir auch nicht. Haben wir überhaupt noch irgendwas? Ah, okay. Oh, das waren zu viele. Da kannst du wieder. Ich brauch nochmal alle wieder. Alle? Da. Nein, also wenn du was brauchst. Okay. So, die darfst du auch gerne haben. So, dann brauch. Au, oh, Mist, ich brauch doch noch eins wieder. Ah, liegen hier noch. So, Nummer 2 ist fertig. Wunderbar. 80 Sekunden zwei dauert Stück der Filter. Tag geschmissen. Was? Bei LV-Motoren. LV-Motoren? Ja. Warum habe ich die denn ins Inventar geschmissen? Ich habe keine Ahnung, die habe ich jetzt gerade ins Inventar bekommen. Okay. Ach, dann hast du die bekommen. Ach, Tobi hat die angesammelt. Ach so, du hattest noch 2 übrig. Okay. Danke, Frank. Gerne. Auch wenn ich sie nicht bekommen habe. So. Ich hab, wenn, wenn Jenny da wieder geiernd rumsteht. Ich war im Ofen beschäftigt. Ofen? Wie funktioniert dieses blöde Filterding? Mist. Ich glaube, wir können es doch nicht bauen. Muss noch ein Cover umwandeln. Ja. Ich habe nur die böse Befürchtung, dass es dann nicht so klappt, wie ich möchte. Weil ich eigentlich dann quasi einen Import-Export brauche. So, dann können wir das jetzt auch mal sehen. Man kann im Endeffekt die Teile wieder wegmachen mit einer Brechstange. Kann er nicht irgendwie Import-Export machen, oder? Nee. Ja, dann muss ich da jeweils... Oh. Da brauche ich ja noch mehr von den Dingern. Wobei, nee, beim Export brauche ich ja eigentlich gar nicht. Oder? Warte. Ich baue jetzt meinen. Na, dann gucke ich gleich mal weiter. Weil alle werde ich dann heute eh nicht mehr hinkriegen. So. Ist das jetzt auf Eisenschrauben, die ich... Warum liegen in der Küche Eisenschrauben? Frag einfach nicht. Das gehört da natürlich rein, Tobi. Das Küchenequipment. Ja. Hab ich gebraucht, damit ich für den Hochdruckkessel, der da drin ist, beziehungsweise mit dem Dampfgarer, dass ich den richtig fest zuschrauben kann. Aha. Das ergibt sogar ein bisschen Sinn. Will er Schrauben futtern? Ja, die sind so metallhaltig. Ja, Eisenmangel. So. Ach, aber Zinnplatten. Hätte man auch nicht andersrum machen können. Habt ihr keine Lathe? Nö, doch. Doch. Ach, keine Ahnung, ist mir zu blöd. Wir haben genug Eisen. Bei vielen Sachen bin ich einfach zu faul. Warum brauchen jetzt Zinnplatten so ewig? So. 5 Sekunden, yo. Brauche ich jetzt... Ne, ich müsste beim Export das machen. Ja. Dann mache ich 2...
oder? Ja, genau. Hier hinten muss ich nämlich beim Export. Ich muss jetzt hier das Cover ranmachen. Und da möchte ich gerne nur das reinhaben. Beim Exportieren. Und dazu habe ich dann noch Salz. Das würde ich dann quasi so machen. Genau. Und bei denen brauche ich... Brauche ich das da überhaupt? Warte. Also da kommt Salz rein und Sodium. Das Sodium muss nach ganz hinten durch. Genau. Shit, und hier brauche ich eigentlich noch einen Input. Weil hier muss quasi jetzt ein Hopper dann hin. Weil in dem muss wiederum mit Programm 2. Genau, also im Endeffekt das Salz von dem hier muss hier rein und das Sodium von hier muss hier hinten rein. Das heißt, ich brauche eigentlich hier noch einen Exportfilter. Und hier kann einfach ein ganz normales Fließband mit Input-Output rein. So, und dann machen wir noch einen zusätzlichen Input dahin. Ich würde sagen, so sollte es denn gehen. Und dann saugen wir hier von oben raus. Ich meine, das sollte so klappen. Ja, Jenny, hast du zwei Motoren gebaut, oder? Nein, ich habe dich da gefragt, was ich machen soll. Achso, Entschuldigung, dann würdest du noch zwei bauen, oder soll ich bauen? LV, MV, HV. LV, HV haben wir noch nicht. Was soll ich mit den alten Motoren? Welche alten Motoren? Ja. Dann hast du schon zwei. Wie ich gerade Röder dazu geworfen hatte. Ich hab noch 12. Ah, okay, hast gleich ein paar mehr gebaut. Ja. So, der muss auch Export sein. Eigentlich wollte ich ein paar mehr Pistons bauen, aber naja. Wären es jetzt einfach, ich glaube, vier weniger. Ups. Oh, wie schön, mein Stall kommt mal durch. Was habe ich hier denn jetzt gerade gemacht? Unsinn. Ja, danach sieht das auch gerade aus. Ich glaube, Flame wird froh sein, wenn es ein E-System mit Autocrafting gibt. Das wird es niemals geben. Weil ich gerade eher frage, was macht der Tobi nochmal so genau? So, top. Soll... Salz nehmen. So. Wenn ich mich jetzt nicht vertue, sollte es das gewesen sein. Ich baue eine Silicon Solar Grade Anlage auf. Was war das? Kurz auf dich. Aber ich würde sagen, das müssen wir nächstes Mal angucken. Wir sind bei 40 Minuten und Marek wollte nur bis 21 Uhr gerne. Mhm. Ja, dann gucken wir uns nächstes Mal genau an, wie das funktioniert. Aber im Grunde genommen ist das eigentlich ein autarkes System, wo man nur Silicon reinschmeißen muss. Werden wir aber nächstes Mal dann ein bisschen genauer angucken. In dem Sinne... In dem Sinne, schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst Kommentarbewertung da. Etc. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.